Und nun, meine Damen und Herren, wieder unser Mitternachtskrimi. Heute ein Kriminalstück von John Tarrant mit dem Titel Danse Macabre. Das Geschehen fängt an einer Tankstelle an. Der Mann, der seinen Wagen wegen eines Blechschadens in der Werkstatt stehen lässt, erzählt etwas von einem heruntergefallenen Garagentor. Der Tankstellenbesitzer will das nicht so recht glauben. Und am Ende behält er auch recht. Unter der Regie von Andreas Weber-Schäfer hören Sie in den Hauptrollen Heinrich Gieskes und Angelika Bender. Morgen, Alec. 20 super, ja? Ah, Sergeant, hab schon auf Sie gewartet. Wieso? Ja, um Ihnen was zu zeigen. Kommen Sie doch mal bitte mit. Ein hübscher Schlitten. Kam gestern Abend rein. Anscheinend jemand hinten drauf gefahren. Der Besitzer sagt, das Garagentor sei ihm aufs Heck gefallen. Aber Sie meinen... Schauen Sie doch mal in den Kofferraum. Ich habe schon damit angefangen, den Tank auszubauen. Sehen Sie. Da. Blut. Ja, mir kommt es jedenfalls so vor. Also, falls es in den letzten Tagen einen Fall von Fahrerflucht gegeben hat, sollten Sie sich den Wagenbesitzer mal ansehen. Übrigens hat er selbst versucht, das Blech auszubeulen. So viel ist sicher. Sieht aus, als wäre einer hinten drauf gefahren und hätte sich dabei verletzt. Könnte ein Motorrad gewesen sein. Einer von der Tourist Trophy Rally vielleicht. Ein Garagentor war es jedenfalls nicht. Irgendwelche Lackspuren? Ja, hier. Ein paar kleine Stellen. Eine Art Goldmetallic. Eine ausgefallene Farbe. Tja, danke, Alec. Ich setze mich gleich mal mit den Herrschaften von der Verkehrspolizei in Verbindung. Irgendwas vorliegt. Geben Sie mir doch Namen und Adresse des Kunden. Ja, mache ich. Sollen wir weitermachen mit der... Nein, nichts anrühren. Weder innen noch außen, bis unsere Leute den Wagen unter die Lupe genommen haben. Können Sie den Mann ein oder zwei Tage hinhalten? Kein Problem. Irgendein Ersatzteil ist nicht auf Lager oder so. Er hat mir aber nur seine Geschäftsadresse gegeben. Ein großer, schmaler Kerl, schwarze Haare, sportlich. Na, wie sieht's aus? Das hier könnte es sein. Ein junger Mann von der Unkenwäscherei hat gestern Morgen auf der Fahrt zur Frühschicht an der Bergstraße oben ein zerschmettertes Motorrad an einem Pfosten hängen sehen und den Fahrer bewusstlos im Feld gefunden. Ein junger Mann. Schwer verletzt. Die Polizei hat ihn ins St. Thomas Krankenhaus bringen lassen. Sie sagen aber in Ihrem Bericht, unseren Feststellungen nach war kein anderes Fahrzeug in den Unfall verwickelt. Trotzdem würde es zusammenpassen. Ist das der einzige Unfall, von dem man weiß? Sie haben sonst nichts vorliegen. Hier ist auch die Skizze. Ja, gut, danke. Wohin ist das Motorrad gebracht worden? Zur Hillbury-Garage. Nur noch Schrott. Dann sehen wir uns das gleich mal an, falls die Jungs vom Verkehr nichts dagegen haben. Die haben erklärt, sie seien nur dankbar, wenn wir uns darum kümmern würden. Sie könnten nicht einen Mann abstellen zurzeit. Das glaube ich gern. Tourist Trophy Woche auf der Isle of Man. 13.000 Motorräder sollen vom Festland rübergekommen sein. Also, Constable, dann setzen Sie sich mal Ihr verrücktes Hütchen auf. Gefällt es Ihnen eigentlich bei der Kriminalpolizei, Nora? Kann es noch nicht sagen. Es war weniger interessant in meinem früheren Dezernat. Aber die Menschheit wird einem nicht gerade sympathischer bei Ihnen. Dabei haben wir es hier draußen auf unserer Insel ja noch viel besser als die Kollegen in den Städten. Jetzt rechts, glaube ich. Oh. Ja, und hier rein. Hier, in den Hinterhof. Das hier dürfte es sein. Schrott ist richtig. Müssen ja einen Sack gebraucht haben, um das abzuschleppen. Hinten an dem beschädigten Wagen haben Sie Goldmetallic-Spuren gefunden. Ja, und woher die stammen, dürfte jetzt wohl feststehen. Sehen Sie irgendwelche Lackspuren? Hier.
Ein paar blaue Kratzer. Ist es ein blauer Wagen? Ja, na schön. Sagen Sie dem Boss hier, dass wir den Trümmerhaufen noch als Beweismaterial benötigen. Niemand soll sich dran machen, bis wir ihn freigeben. Da vorn. Das dürfte der Pfosten sein. Halten Sie an der Stelle zu dem alten Steinbruch. Nicht, dass nochmal ein Auffahrunfall passiert. Wo hat man den Motorradfahrer gefunden? Dem Bericht nach etwa 10 Meter hinter dem Pfosten im Feld. Die genaue Stelle dürfte markiert sein. Ja, dort. Dann ist er in südliche Richtung gefahren, die Rallye-Strecke also. Passen Sie auf! Man kann sich nur wundern, dass nicht dauernd was passiert. Rasen wie die Verrückten, als ob die Straßen gesperrt wären für allen übrigen Verkehr. Sie glauben, der Verletzte ist einer der Rallye-Fahrer? Ich nehme es an. Wahrscheinlich hat er sich schon beim ersten Morgenlicht zu einer Proberunde auf seinen Feuerstuhl geschwungen, weil er meinte, zu der Zeit sei noch niemand unterwegs. Aber der Mann mit dem blauen Wagen war auch schon munter. Ja. Die Frage stellt sich, was er vor Tagesanbruch hier oben zu suchen hatte. War er zufällig in derselben Richtung unterwegs? Hat er getrunken oder am Straßenrand geparkt mit einem Mädchen? Und dann hat er sich aber einen idiotischen Platz ausgesucht. Er könnte aber auch hier aus dem Feldweg und beim Einbiegen in die Straße dem Motorrad in die Quere gekommen sein. Ja, Nora, Sie haben recht. So wird es wahrscheinlich gewesen sein. In dem Fall müsste sich der Zusammenprall zwischen dieser Stelle und dem Pfosten abgespielt haben. Sergeant, sehen Sie sich das mal an. Glassplitter, orange-rot, Teile von einem Rücklicht, Blinker. Könnte von unserem blauen stammen. Machen Sie sich eine kleine Skizze, Nora, mit dem genauen Abstand zwischen dem Pfosten und der Stelle, wo der schmale Weg in die Straße mündet. Wohin der Weg wohl führt? Das werden wir gleich mal erkunden. Markieren Sie die Stelle, wo die Splitter liegen. Dann machen wir einen kleinen Spaziergang durch den Wald da drüben. Ein einziges Cottage, weit und breit. Na, das vereinfacht die Sache. Falls er von hier aus auf die Straße gefahren ist. Sieht aber nicht so aus, als ob jemand zu Hause wäre. Doch, gerade hat sich ein Vorhang bewegt. Kommen Sie nur, wir wissen, dass Sie zu Hause sind. Ja, bitte? Sie wünschen? Guten Morgen, Madame. Ich bin Sergeant Sale von der Kriminalpolizei. Und das ist der Constable Corley. Guten Morgen. Ich habe einen richtigen Schreck gekriegt, als ich Sie kommen sah. Guten Morgen. Ist etwas passiert? Tut mir leid, Sie zu stören, Madame, aber wir führen Ermittlungen durch wegen einem Unfall, der sich gestern Morgen vorne an der Hauptstraße ereignet hat. In aller Frühe. Oh, kommen Sie doch herein. Danke. Wir wüssten gern, ob Sie in der fraglichen Zeit irgendetwas Ungewöhnliches gehört oder gesehen haben. Ich wüsste nicht, nein. Aber wir achten nicht sehr auf den Verkehr auf der Hauptstraße. Die Bäume halten ja auch die Geräusche ziemlich ab. Und unser Schlafzimmer liegt außerdem zur anderen Seite hinaus. Wohnt sonst noch jemand im Haus, der uns vielleicht weiterhelfen könnte? Nein, niemand. Außer meinem Mann und mir. Und mein Mann ist zurzeit auf einer Geschäftsreise. War er in der Nacht vor dem Unfall hier? Nein, er ist schon vorgestern Nachmittag abgefahren. Ich erwarte ihn morgen zurück. Dann waren Sie also allein hier in der bewussten Nacht. Schon etwas abgelegenes Häuschen, oder? Na ja, zum Einkaufen ist es ziemlich weit. Und bei Schnee sind wir manchmal von der Welt völlig abgeschnitten. Aber mein Mann lebt so ungern in der Stadt. Und ich habe mich langsam dran gewöhnt. Hatten Sie irgendwelchen Besuch in jener Nacht? Nein, wir kennen hier fast keine Leute. Und Sie hatten auch nicht zufällig einen Wagen draußen parken oder wenden sehen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Schade. Na, jedenfalls vielen Dank, Madame. Und entschuldigen Sie nochmals, dass Sie Ihre friedliche Stille gestört haben. Bitte, bitte. Von der friedlichen Stille kriege ich sowieso manchmal zu viel, ehrlich gesagt. Das kann ich mir denken.
Tja, wenn ich mir noch Ihren Namen notieren darf. Lynchy. Mrs. Mavis Lynchy. Ja, hallo? Mavis, alles okay? Oh, Derek. Ja, aber gerade habe ich Besuch von zwei Polizisten gehabt. Warum denn um Himmels Willen? Sie haben gesagt, sie ermitteln wegen einem Verkehrsunfall, der sich gestern früh auf der Bergstraße ereignet hat. Wieso? Was ist denn passiert? Keine Ahnung. Hab geschlafen. Warum sind sie ausgerechnet zu dir gekommen? Weil sich die Sache anscheinend in unserer Nähe abgespielt hat. Ah ja. Jemand, den wir kennen? Wenn ich das wüsste. Sie haben nur Fragen gestellt, keine beantwortet. Sehr zugeknüpft, alle beide. Und auf dem Rückweg haben sie mit Argusaugen meinen Wagen betrachtet. Wenn sie nach einem Wagen suchen, könnte es sich um einen Fall von Fahrerflucht handeln. Ah ja, vielleicht. Sie haben gesagt, sie seien von der Kriminalpolizei. Also wohl doch kein normaler Verkehrsunfall. Ich werde mich gleich mal umwenden, wenn ich zurück bin. Und davon ganz abgesehen, alles in Ordnung? Alles. Nur grausam langweilig, diese Einöde. Nie sieht man jemanden. Die Zeitung habe ich alle schon zweimal gelesen. Man kann ja auch nicht dauernd in die Röhre glotzen. Ich bin schon so weit, dass mir sogar fast die Polizei willkommen war. Hab nur erst befürchtet, dir sei was passiert. Nein, nein, hier läuft alles bestens. Morgen bin ich wieder zurück. Nur noch bis Mitte September müssen wir durchhalten. Und dann? Machen wir einen langen, herrlichen Urlaub in der Sonne. Oh ja, Darling, ich freue mich schon so. Na, Nora, was halten Sie von ihr? Sie kam mir reichlich nervös vor. Als ob sie etwas zu verheimlichen hätte. Tja, was wohl? Raten Sie mal. Ehemann auf Geschäftsreise, ein Wagen, der im Morgengrauen abfährt. Sie hat sich vielleicht von einem Freund Gesellschaft leisten lassen. Ach so. Aber für den Typ würde ich sie eigentlich nicht halten. Aus Gesichtern Rückschlüsse auf den Charakter zu ziehen, habe ich mir längst abgewöhnt. Doch wenn eine Kleidung was zu sagen hat, mit der Gewährung von Einblicken, ist sie jedenfalls nicht kleinlich. Und jetzt? Wohin jetzt? Ich glaube, wir wissen noch ziemlich genau, wie die Sache sich abgespielt haben muss. Also Zeit, sich den Wagenbesitzer vorzunehmen. Wo wohnt er? Wir haben nur die Adresse der Firma, auf die der Wagen zugelassen ist. Poolwash Investments. Anscheinend eine Firma für Finanzberatungen. Im Haus der Dumblebank in Ramsey. Und wie heißt der Inhaber? H.M. Landy. Hat mir schwant, dass der Bursche bereits höchst säuberlich sein Alibi vorbereitet hat. Hören Sie, Constable. Während ich mir das Büropersonal vornehme, fahren Sie mal zum Krankenhaus. Vielleicht lässt man Sie kurz mit dem verunglückten Motorradfahrer sprechen. Aber machen Sie es auf die sanfte Tour. Er hat ja schon genug abbekommen. Mr. Rimmer? Ja? Wie geht es Ihnen? Als hätte man mich durch die Mangel gedreht. Können Sie mir wohl ein paar Fragen beantworten. Nur ganz kurz. Ich glaube schon. Sie sind eine Polizistin, oder? Ja, ganz recht. Werden immer netter, die Polypen. Mein Motorrad, wissen Sie was darüber? Ist es schwer beschädigt? Die sagen mir ja gar nichts. Naja, es ist nicht mehr im besten Zustand. Totalschaden? Ich fürchte ja. Gemeinheit. Aber ich muss ja wohl froh sein, dass ich überhaupt noch am Leben bin. Können Sie sich erinnern, wie es passiert ist? Na ja, ich hatte mich ganz früh aufgemacht. Verstehen Sie? Hab gedacht, ich fahre eine schnelle Runde vor den anderen, solange die Straße noch mir allein gehört. Und der Morgen war prima. Und die Sicht auch. Und ich habe rausgeholt aus der Maschine, was sie nur hergegeben hat, restlos. Und dann... Ja? Ja, und dann kam plötzlich aus einem kleinen Seitenweg zwischen ein paar Bäumen und Büschen ein Wagen direkt vor meiner Nase auf die Straße herausgeschossen. Ich hatte überhaupt keine Chance. Sind Sie sicher, dass er aus diesem Seitenweg kam? Oh ja, das bin ich. Können Sie sich an den Wagen erinnern? Nein, ging ja alles blitzschnell. Bin direkt auf ihn draufgefahren. Konnte gar nichts anderes. Verstehen Sie bei dem Tempo? Wissen Sie noch, was für eine Farbe der Wagen hatte? Ich glaube, es war ein blauer.
Ist jemand verletzt worden? Nein. Sie sind, soweit wir wissen, der Einzige verletzt. Na, Gott sei Dank. Glück. Aber diesen Fahrer, den verstehe ich einfach nicht. Er hat nicht mal gebremst, als er an die Straße gekommen ist. Hat er mich hierher gebracht? Nein, ein Krankenwagen. Wir haben den Fahrer des blauen Wagens noch nicht gefunden. Sie meinen, er hat überhaupt nicht angehalten? Allem Anschein nach nein. Ein junger Mann, der früh zur Arbeit fuhr, hat ihr Motorrad liegen sehen und die Polizei verständigt. Na sowas? Hat mir wohl das Leben gerettet. Ob der andere Kerl wohl betrunken oder high war oder was? Das werden wir hoffentlich bald wissen. Wir kümmern uns darum. Seien Sie unbesorgt. Sie müssen jetzt erstmal versuchen, wieder zu Kräften zu kommen. Kommen Sie, Sergeant, nehmen Sie Platz. Womit kann ich Ihnen behilflich sein? Ich suche einen gewissen Mr. Lundy, der ein Büro hier in Ihrem Bankgebäude gemietet hat. Poolwash, Finanzberatung. Ah, der schwer zu fassende Mr. Lundy. Ich hoffe, er steckt nicht in irgendwelchen Schwierigkeiten. Wir haben ihm ein paar Fragen zu stellen. Übrigens, Mr. Dowding, was meinen Sie mit schwer zu fassen? Tja, man bekommt ihn nur höchst selten zu sehen und sein Büro ist so gut wie immer geschlossen. Aber er ist der Mieter, oder? Das Gebäude gehört auch Ihrer Bank, nicht wahr? Oh ja, und er ist ein sehr ordentlicher Mieter, bezahlt pünktlich im Voraus, gibt zu keinerlei Klagenanlass. Wissen Sie, wo er wohnt? Leider nein. Wir haben nur die Adresse des Hotels, in dem er ursprünglich wohnte, als er das Büro hier aufgemacht hat. Doch kürzlich habe ich gehört, er sei schon längst nicht mehr dort. Ich muss gestehen, wir hätten uns um seine jetzige Adresse kümmern sollen, aber ich bin noch nicht dazugekommen. Er hat also nur das Büro gemietet. Er ist nicht Kunde bei Ihrer Bank. Nein, er hat kein Konto bei uns. Wäre es möglich, aus seinen Mietgeldüberweisungen einen Anhaltspunkt zu finden? Muss Sie leider enttäuschen, Sergeant. Er bezahlt seine Miete stets ein Vierteljahr im Voraus, in bar. Ist das nicht ein etwas ungewöhnliches Verfahren? Ach, was ist nicht ungewöhnlich in unseren Zeiten? Übrigens darf man fragen, um was es geht bei Ihren Ermittlungen? Wenn ich mich darauf verlassen kann, dass dieses Gespräch unter uns bleibt. Selbstverständlich, Sergeant. Und gestern früh wurde ein junger Motorradfahrer schwer verletzt oben an der Bergstraße aufgefunden. Es scheint ein Unfall mit Fahrerflucht vorzuliegen, in den möglicherweise Ihr Mieter verwickelt ist. Ach, sind Sie sicher? Und dass Mr. Lundys Wagen mit dem Unfall zu tun hatte, daran besteht kein Zweifel. Wir müssen jetzt nur feststellen, wer ihn gefahren hat gestern früh. Ja, hat man denn diesen Wagen an der Unfallstelle stehen lassen? Nein, er ist gestern Abend zur Reparatur in die Werkstatt eines Freundes von mir gebracht worden. Der Fahrer glaubt sich vermutlich von Nachforschungen sicher. Ja, und wer immer den Wagen fuhr, er hat weder die Polizei verständigt noch angehalten, um erste Hilfe zu leisten, aber das ist ja unglaublich. Ob der Kerl betrunken war? Höchstwahrscheinlich. Bei fast allen Fällen von Fahrerflucht kann man mit Trunkenheit am Steuer rechnen, es sei denn, der betreffende Wagen war gestohlen. Über einen Autodiebstahl liegt uns aber keine Meldung vor. Ich wollte, ich könnte Ihnen Mr. Lundys Privatadresse geben, Sergeant, aber sicher kommt ja jemand, um den Wagen wieder abzuholen von der Werkstatt, und dann dürfen Sie Ihren Mann schon kriegen. Oh ja, irgendwie kriegen wir ihn schon, Mr. Dowding. Ganz bestimmt. Hallo, Nora. Hallo. Schon lange nicht mehr gesehen. Wie gefällt dir dein neuer Job bei der Kripo? Viel Arbeit, aber interessant. Gut, dass ich dich gleich finde, Gordon. Ich muss dich nämlich was fragen. Was kann ich für dich tun? Wir suchen die Privatadresse des Mannes, dem die Finanzberatungsfirma Poolwash Investments gehört. Er hat sein Büro drüben im Haus, der Dumbleberg. Da steht auch im Telefonbuch. Hier ist die Nummer. Ja, und? Das Büro ist aber unbesetzt. Und seine Privatadresse weiß nicht mal die Bank. Verstehe. Und jetzt willst du feststellen, ob er vielleicht nicht auch noch einen Privatanschluss hat. Und der Lundy steht ja nicht im Telefonbuch. Aber es könnte ja sein, dass er eine Geheimnummer besitzt. Und wenn wir die haben, dann wissen wir auch, wo er wohnt. Könnte sich lohnen, mal nachzusehen. Was meinst du? Du weißt, für dich tue ich alles. Augenblick, ich bin gleich zurück. Sie haben mir nur 5 Minuten erlaubt im Krankenhaus. Mehr Fragen konnte ich dem Jungen nicht stellen. Genügt doch fürs Erste, was Sie von ihm erfahren haben. Manchmal nach solchen Unfällen erinnern Sie sich an gar nichts. Wie geht's denn dem Jungen? Relativ gut. Erstaunlich gut sogar, allem Anschein nach. Unvorstellbar. Muss Gummiknochen haben. Moment, da vorne dürfte die Abzweigung sein.
Übrigens, gratuliere. Sehr gescheit haben Sie das gemacht auf dem Postamt. Constable. Danke. Hoffentlich wohnt der schwer zu fassende Mr. Lande nur noch wirklich hier. Von hier bis zur Unfallstelle kann es höchstens noch 3 oder 4 Kilometer sein. Aber ich sehe keine Häuser. Doch, doch. Ich sehe einen Kamin da hinter den Bäumen. Wieder so ein abgelegenes Häuschen. Warum sich manche Leute so absentieren. Stellen Sie den Wagen da drüben hinter die Büsche. Da kann man ihn nicht gleich sehen. Da steht ein Kombi im Schuppen. Allisons Leihwagen. Aber nirgendwo ein Lebenszeichen. Alle Fenster verriegelt, Vorhänge zugezogen. Nicht ganz geheuer hier. Ob er getürmt ist? Gehen Sie doch mal ums Haus rum. Okay. Also, dann wollen wir mal. Auch nichts. Wie ausgestorben. Aber irgendwas riecht komisch da hinten. Was heißt komisch? Riecht's nach Gas? Nein, nicht nach Gas, glaube ich. Obwohl eine riesige Gasflasche neben der Hintertür steht. Nein, irgendwie muffig. Und eines der Fenster ist ganz beschlagen. Das muss ich sehen. Das dürfte das Küchenfenster sein. Schauen Sie. Nicht verriegelt, zum Glück. Sieht so grau aus. Ob da was brennt? Da müsste es irgendwo qualmen. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. So, Sie sind kleiner als ich. Also, hinein mit Ihnen. Na ja. Ich mache Ihnen gleich die Hintertür auf. Kommen Sie rein. Und? Nichts. Mein Gott, ist das warm hier. Die Heizung vielleicht. Kaum anzunehmen, dass so eine alte Hütte mit einer Heizung ausgestattet ist. Himmel, was für ein Mief. Bleiben Sie, wo Sie sind. Nichts anrühren. Wie kann man nur schlafen in so einer Luft? Der schläft nicht. Der ist tot. Tatsächlich? Bereits steif wie ein Brett. Muss schon tot sein seit Stunden. Oh Gott. Starker Alkoholgeruch. Türen und Fenster fest verschlossen. Gasofen auf vollen Touren. Könnte erstickt sein aus Mangel an Sauerstoff. Ein Unfall? Möglicherweise, aber vielleicht nicht ohne Nachhilfe. Merken Sie sich, was wir hier alles berührt haben. Das Küchenfenster, den Griff und den Riegel an der Hintertür, die anderen Türen, hier die Schlafzimmertür. Tja, da werden unsere Leute einiges abzustauben haben. Ja, ob das dein Mann ist, den wir suchen? Der Beschreibung des Tankwarts nach müsste es sein. Und derjenige, welcher vielleicht nachgeholfen hat, könnte auf demselben Weg ins Haus gekommen sein wie wir? Falls er nicht einen Schlüssel hatte. Moment. Hören Sie? Besuch. Jetzt wird's spannend. Schließen Sie die Schlafzimmertür.
Harry? Wo bist du? Harry! Tut mir leid, wenn ich Sie erschreckt habe, Mrs. Lynching. Und schon zum zweiten Mal heute. Wer sind Sie? Ich kenne Sie doch. Sie sind der Polizist, der heute Morgen bei mir war. Was wollen Sie hier? Wo ist Harry? Immer mit der Ruhe, Mrs. Lynching. Eins nach dem anderen. Und erst habe ich eine Frage. Was führt Sie hierher heute Abend? Ich will Harry besuchen. Harry Landy. Das darf ich ja wohl. Er ist ein Freund von Ihnen, oder? Ein intimer Freund, da Sie einen Hausschlüssel besitzen. Er ist ein lieber Nachbar, mit dem mein Mann und ich befreundet sind. Und den Schlüssel habe ich, weil er mich gebeten hat, ab und zu hier einen Blick reinzuwerfen, wenn er verreist ist. Und da er gerade verreist ist, wollten Sie das heute Abend tun? Nein, ich sag Ihnen doch, ich wollte ihn besuchen. Seit fast einer Woche hat er sich nicht mehr blicken lassen bei uns. Und als Sie mir heute Vormittag von dem Unfall erzählt dachten haben... Dachten Sie, er sei möglicherweise in die Geschichte verwickelt? Na ja, er muss doch immer über die Bergstraße fahren. Und die Rallye-Teilnehmer rasen zurzeit ja wie die Verrückten die Strecke entlang. Wann haben Sie Mr. Landy zum letzten Mal gesehen? Ich weiß nicht mehr genau. Irgendwann, letzte Woche. Warum? Könnte es gestern Morgen gewesen sein? Oder vorgestern Abend? Es ist mir unklar, worauf Sie hinaus wollen, Sergeant. Aber ich werde keine einzige Ihrer verdammten Fragen mehr beantworten, bevor ich nicht weiß, was hier vorgeht. Wo ist Harry? Im Schlafzimmer. Und er ist... Tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen. Tot. Tot? Das glaube ich nicht. Sie wollen mich nur... Kommen Sie. Sehen Sie selbst. Oh mein Gott. Können Sie bestätigen, dass dieser Mann Harry Landy ist? Ja. Ja. Aber was? Ich verstehe nicht. Bringen Sie Mrs. Lynch hinaus an die frische Luft, Nora. Aber rasch, sonst kippt sie uns noch um. Kommen Sie, Mrs. Lynch. Kommen Sie. Hier, setzen Sie sich. Nehmen Sie den Kopf zwischen die Knie. Ja. Ja, so. Besser? Ja. Ja, danke. Aber wie ist das passiert? Das wissen wir noch nicht. Könnte ein Unfall gewesen sein. Hat er viel getrunken? Nicht viel mehr als einen kleinen Whisky manchmal, abends. Ich frage Sie jetzt noch einmal, Mrs. Lynchey, und diesmal erwarte ich, die Wahrheit zu hören. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Vorgestern Abend, oder genauer, gestern früh. Hat er während der Nacht getrunken? Wir haben gemeinsam eine Flasche Wein zum Abendessen getrunken. Sonst hat er nichts zu sich genommen. Haben Sie irgendetwas von einem Unfall auf der Bergstraße gestern früh bemerkt? Nein, das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Erst nachdem Sie bei mir gewesen waren, dachte ich plötzlich, er sei vielleicht in die Sache verwickelt und verletzt, weil er die ganze Zeit nicht ans Telefon zu kriegen war. Es wird jetzt wohl eine gerichtliche Untersuchung geben, wobei all das herauskommen dürfte. Eine gerichtliche Untersuchung gibt es bestimmt. Und auch eine Autopsie, um die Ursache seines Todes festzustellen. Und da Sie vermutlich zu den Letzten gehören, die ihn lebend gesehen haben, wird man Ihre Aussage benötigen. Oh nein. Können Sie etwas zur Person von Mr. Landy sagen? Zum Beispiel, ob er verheiratet war und wer seine nächsten Angehörigen sind. Er war Junggeselle. Über seine Familie weiß ich nichts. Was war er von Beruf? Ich glaube, er hatte hauptsächlich mit Vermögensberatungen zu tun oder so. Er hat nie viel davon erzählt. Das Haus hier scheint kaum möbliert zu sein. Hatte er auch ein Haus oder eine Wohnung in der Stadt? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich möchte jetzt nach Hause fahren und mich etwas hinlegen. Na schön, Mrs. Lynchy. Dann nehmen wir Ihre Aussage eben morgen Vormittag zu Protokoll. Gut? Ja, gut. Danke, Peter. Danke. Was hat sich ergeben? Sie sind etwas zurückhaltend. Aber jedenfalls nichts Verdächtiges bis jetzt. Wenn die Autopsie nicht noch eine Überraschung bringt, wird kaum was anderes als ein Unglücksfall herauskommen. Übermäßiger Genuss von Alkohol kann bei Sauerstoffmangel sicher zum Tode führen. Und damit erledigt der Fall. Aber...
Sie sind nicht zufrieden, Sergeant. Nein, Nora. Alles zu glatt für meinen Geschmack. Ein Mann namens Lundy betreibt mysteriöse Geschäfte von einer Deckadresse aus, verwischt mit erheblichem Geschick alle Spuren, die zu seiner Person führen könnten, hat einen Autounfall und lässt, um ja nirgends in Erscheinung treten zu müssen, den schwer verletzten Motorradfahrer am Straßenrand liegen. Und wenn wir diesen Mr. Lundy schließlich mit Hilfe seiner Geheimnummer finden, ist er tot. Vielleicht hat ihm die Sache so zugesetzt, dass er Selbstmord begangen oder zumindest sich sinnlos betrunken hat. Sind Sie jetzt nicht mehr mit dem Fall befasst, Sergeant? Im Augenblick bin ich's noch. Aber nach der Leichenschau wird er vermutlich zu den Akten gelegt. Wir sind noch beauftragt, nach Namen und Adressen der nächsten Angehörigen zu suchen. In seinem Cottage hat sich nichts gefunden. Nein, das Häuschen scheint ihm nur als Notunterschlupf gedient zu haben. Kaum irgendwelche persönlichen Dinge. Nichts Schriftliches. Und die schöne Mavis Lindsay? Hat mit seinem Tod nichts zu tun. So sieht's auch der Chef. Sie wäre sonst bestimmt nicht so fröhlich angeklappert gekommen. Aber da sie es mit der ehelichen Treue nicht so sehr genau genommen zu haben scheint, dürfte es bei der Beerdigung zumindest einen geben, der sich ins Häuschen lacht. Den werten Gatten, ja. Und wenn der Pathologe zu dem Schluss kommen sollte, dass Lundy doch von irgendjemand ins Jenseits befördert worden ist, wird Mr. Lindsay unser nächster Gesprächspartner sein. Und inzwischen? Inzwischen sehen wir uns mal noch ein bisschen in Lundys Büro in der Dammelbank um. Poolrisch, Investments, Vermögensberatung und Finanzierungen. Ist die Firma eigentlich im Handelsregister eingetragen? Nein, kein Eintrag. Der Schlüssel wird wohl passen. Er muss Spartaner gewesen sein, der selige Mr. Lundy. Auch hier nur das nötigste Mobiliar. Schreibtisch, Telefon, Aktenschrank, Schreibmaschine, zwei Stühle und Staub. Viel Staub. Sollen wir Handschuhe anziehen? Besser ja. Eins steht jedenfalls fest. Hier hat schon jemand ausgeräumt. So leere Schubladen gibt's ja gar nicht. Nicht meine Heftklammer im Papierkorb. Aber gewaltsam scheint niemand hier eingedrungen zu sein. Das heißt, dass ein zweiter Schlüssel existieren muss. Passt nicht ganz zu einem Mann, der sich unauffindbar macht, großzügig mit Zweitschlüsseln zu sein. Oh, übrigens. Ich vermisse was. Was? Ein Safe. Die zwei Schlüssel hier am Ring gehören mit Sicherheit zu einem. Sehen Sie mal dort hinter dem Vorhang nach. Da ist nichts. Und unter der Wandverkleidung da drüben? Scheint auch keiner zu sein. Moment. Das Bild hier. Ja, richtig, da hätten wir ihn. Kein sehr originelles Versteck. Leer. Alles leer. Frage. Wozu braucht eine kleine Einmannfirma einen so großen, modernen Wandsafe? Um größere Mengen Bargeld aufzubewahren? Oder Wertsachen? Gestohlene Dinge vielleicht? Lundy, ein Hehler, das glaube ich nicht. Nicht hier bei uns. Wir haben zwar reiche Leute auf der Insel, aber die Zahl der Einbrüche hält sich in Grenzen. Bin ich richtig erschrocken. Dann gehen Sie ran, spielen Sie Sekretärin. Versuchen Sie ausfindig zu machen, wer es ist und halten Sie das Ding so, dass ich mithören kann. Poolrisch, Finanzberatung. Kann ich Mr. Lundy sprechen? Wen darf ich melden, bitte? Mr. Bell, David Bell. Augenblick, Mr. Bell. Tut mir leid, Sir, Mr. Lundy ist nicht hier im Augenblick. Kann ich ihm etwas ausrichten? Nein, danke, ich versuche es später nochmal. Kann man feststellen, woher der Anruf kam? Kaum, aber vielleicht ist das auch gar nicht nötig. Wieso? Kennen Sie den Mann? Nicht als Mr. Bell. Aber ich möchte meine Hand dafür ins Feuer legen, das war der Direktor der Dumble-Filiale unten im Parterre. Mr. Dowding. Warum nennt er dann einen falschen Namen?
weil jetzt zum zweiten Mal in dieser Affäre jemand einen Fehler begangen hat. Mavis! Mavis, wo steckst du denn zum Teufel? Ich bin hier oben. Komm rauf, John. Was ist denn hier eigentlich los? Warum gehst du nicht ans Telefon? Anordnung von Derek. Er glaubt, unsere Leitung wird abgehört. Ja, warum denn? Ist was passiert? Harry ist tot. Und die Polizei schnüffelt überall herum. Was? Harry ist tot? Um Himmels Willen. Ja, wie und wieso? Ich weiß nicht, wie und wieso er sterben musste. Sie haben ihn tot in seinem Cottage gefunden. Im Bett. Keine Ahnung, warum sie ihn überhaupt gesucht haben. Ja, das kann ich dir sagen. Weil er einen Zusammenstoß mit einem jungen Rallyefahrer hatte und Fahrerflucht beging. Woher weißt du das? Ja, sie sind durch sein Nummernschild auf seine Büroadresse gekommen und da das Büro geschlossen war, haben sie sich an mich gewandt, den Mietsherrn. Jetzt stöbern sie dort alles durch. Hast du ihnen etwas von seinem Cottage gesagt? Ach, frag nicht so dumm. Nichts habe ich ihnen gesagt. Aber ich will jetzt endlich wissen, was passiert ist. Was geht hier vor? Wenn ich das nur wüsste. Wo ist Derek? Ich denke, er leitet diese Aktion. Noch in Manchester anscheinend. Eigentlich wollte er schon gestern zurückkommen. Wenn er anruft, gebe ich mir mal alles durch. Und er ist auch sehr nett, aber manchmal habe ich das Gefühl, er bleibt nur deshalb so lange weg, weil er noch an verschiedenen anderen Fäden zieht. An denen er die Puppen tanzen lassen kann. Ja. Gespenstisch. Eine Art Danse macabre. Was soll das heißen? Du kennst genauso gut wie ich die Regeln, die für uns gelten. Unauffällig leben, kein Kontakt mit Einheimischen, sparsamer Umgang mit Geld und vor allem keinen Zusammenstoß mit der Polizei. Na und? Harry hat sich an nichts gehalten. Wenn er wegen Fahrerflucht vor Gericht gekommen wäre, hätte sein Name in allen Zeitungen gestanden. Ja, jetzt haben sie ihn eben liquidiert. Du meinst, man hat ihn umgebracht? Ermordet? Aber wer? Du kennst deinen Mann besser als ich. Er ist zwar kein Finanzgenie, eher das Gegenteil, aber sie haben ihn hier auf der Insel zum Boss gemacht, weil er einen großen Pluspunkt hat. Er tut genau, was man ihm sagt. Aber Derek könnte ja gar nichts damit zu tun haben. Er ist doch noch in Manchester. Weißt du das so genau? Er ruft mich doch immer an. Aber zweifellos hat er dir verboten, ihn anzurufen. Aber wir haben seit 5 Jahren mit Harry zusammengearbeitet. Wenn Derek wusste, wie eng die Zusammenarbeit war, dürfte er dieses Konto mit Vergnügen gelöscht. Oder sagen wir lieber, aus dem Verkehr gezogen haben. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Nein? Naja, ich habe schließlich auch ein bisschen Dreck am Stecken. Nebenbei, mir ist nur schleierhaft, wie sie je auf den Gedanken kommen konnten, Harry für diesen Job zu rekrutieren. Er konnte nie Disziplin halten, hat immer alle Vorsicht außer Acht gelassen, im Wagen, im Boot, im Bett. Manchmal habe ich mich sogar schon gefragt, ob er seine klebrigen Finger nicht auch in der Kassenschublade hat. Hast du vielleicht Derek diese Idee in den Kopf gesetzt? Nein. Denn ein verehrter Gatte mag es nicht, wenn seine Untergebenen ihm mit Ideen kommen. Das ist Derek. Weg vom Fenster. Geh hinunter, schnell. Wenn er dich hier oben bei mir im Schlafzimmer findet... Gibt es noch einen Mord? Wohl kaum. Einen plötzlichen Todesfall schreibt die Polizei vielleicht als Unglücksfall ab. Doch einen zweiten gleich hinterher? Geh hinunter, verdammt nochmal, geh! Ach, okay, okay. Du hier, John? Was hast du hier zu suchen? Die Polizei stellt Harrys Büro auf den Kopf. Und Mavis geht nicht ans Telefon. Deine Anordnung nehme ja. ich an. Und du lässt dich nicht mehr blicken hier. Und rufst auch nicht mehr an. Verstanden? Du gehst in Deckung und wartest ab. Aber die Polizei... Die wird nichts finden. Weder in Harrys Büro noch in seinem Haus. Außer seiner Leiche. Ja. Ein tragischer Unglücksfall. Er hat bei geschlossenen Fenstern das Gasfeuer brennen lassen. Kann passieren. Tja. Sehr leichtsinnig von ihm. Ich habe das Gefühl, wir müssen mal ein ernstes Wörtchen miteinander reden, Dowding. Nicht gerade mein Bier, aber eins muss gesagt werden. Wir alle in der Organisation verdienen nur deshalb einen Haufen Geld, weil wir Risiken übernehmen. Und wenn mal was nicht klappt und der Boden heiß wird unter unseren Füßen, werden wir dafür bezahlt. Und zwar sehr gut, dass wir Ruhe bewahren, den Mund halten und gehorchen. In Treue und Gehorsam zu unseren fernen Herren und Meistern. Genau. Und das würde ich lieber nicht so zynisch sagen an deiner Stelle. Untreue und Ungehorsam sind dort nämlich sehr unbeliebt. Also, verzieh dich schleunig zu deinen dicken Geldsäcken und zu deiner dicken Sekretärin in deiner dicken Bank und plag dich redlich und halt den Mund. Okay, ich gehe ja schon.
Und jetzt? Jetzt habe ich noch mit dir ein Hühnchen zu rupfen, mein Schatz. Und dabei sollen wir es jetzt bewenden lassen. Ja. Wir sind in einer Sackgasse, Nora. Ich finde, wir sollten zumindest noch den Anrufer, den Sie glauben erkannt zu haben, und den abwesenden Mann der schönen Mavis unter die Lupe nehmen. Den haben wir ja noch gar nicht zu Gesicht bekommen. Der Chef hat meinen Bericht. Was weiter zu geschehen oder nicht zu geschehen hat, ist seine Entscheidung. Es ist nicht möglich, dass hier etwas vertuscht werden soll. Vertuscht? Was meinen Sie damit? Wir wissen, dass das ausgeräumte Büro irgendwelchen dunklen Zwecken gedient hat. Irgendwelchen finsteren Finanzgeschäften, in die hineingeleuchtet werden sollte. Wenn das heißen soll, Constable, dass Sie glauben, jemand an höherer Stelle hat sich bestechen lassen, kriminellen Machenschaften gegenüber ein Auge zuzudrücken, dann täuschen Sie sich gewaltig, mein Kind. Und ich kann Ihnen wirklich nur raten... Ja, Sergeant Sale. Yes, Sir. Jawohl, ja. Ja, sofort, Sir. Lassen Sie einen neutralen Wagen bereitstellen, Constable, und holen Sie Levin und Kelly. Abfahrt in 10 Minuten. Ich gehe nur noch rasch zum Chef, um mir die Einzelheiten geben zu lassen. Was soll das alles? Sie sollen Derek und Lindsay festnehmen? Ja, festnehmen und vorführen. Ihn und alles, was er an Bord der Maschine hat. Maschine? Sie meinen... Ein Privatflugzeug. Er will damit hinüber zum Festland. Der Flugleiter hält ihn zwar noch hin mit der Starterlaubnis, aber wenn Lynch Spitz kriegt, dass wir hinter ihm her sind, startet er ohne okay. Levin, fahren Sie nachher direkt zum Hangar der Privatmaschinen. Die Kiste, die wir suchen, ist ein Kurger Hochdecker, weiß und rot. Kennzeichen GEBIB. Halten Sie vor seinem Bug, damit er nicht auf die Startbahn rollen kann. So ein ängstliches Gesicht, verdammt nochmal. Jetzt haben wir gleich die Bullen dort auf den Fersen. Vielleicht haben sie Anweisungen, mich nicht abfliegen zu lassen. Warum denn zum Teufel? Weil ich morgen bei der Leichenschau erscheinen soll. Da kann ich dich beruhigen. Deshalb stehen die hier nicht auf dem Flugfeld rum. Wenn du morgen nicht erscheinst, schicken sie dir übermorgen einen von ihren Plattfüßen, um nachzusehen, ob du die Grippe hast. Mach zu, Mavis. Rein mit dir. Und sieh zu, dass du die Koffer richtig verstaust. Nicht, dass sie sich während des Flugs selbstständig machen. Also, Tür verriegelt, Bremsen, Landeklappen, Höhenruder, Seitenruder, Hauptschalter, Treibstoff, Gemisch. Bist du angeschnallt? Ja, bin ich. Gashebel. Alles klar? Alles klar. Golf, Echo, Bravo, India, Bravo. Bitte Rollerlaubnis. India Bravo, stopp. Was ist denn? Warum lassen die uns nicht auf die Startbahn? Eine reinkommende Maschine, nehme ich an. Nur die Ruhe. Die legen nicht gleich den ganzen Flugverkehr still wegen uns. Na endlich. Wenn die nur schneller machen würden. Vielleicht ist noch einer vor uns dran. Victor Tango, frei zur Startbahn O9. Derek, da vorne kommt ein Wagen um die Ecke. Den Wipper aus der gerade gelandeten Maschine abzuholen wahrscheinlich. Er fährt aber hierher zu uns. Ja, du hast recht. Jetzt aber ab, und zwar schnell. Der Kontrollturm soll mich. Du kannst nicht starten. Die halten direkt vor uns. Den werde ich beide machen. Nicht, Derek! Was machst du denn da? Hast du den Motor abgewürgt, du dumme Kuh? Jetzt sind wir geliefert. Aber wir sind immerhin noch am Leben. Aufmachen, machen Sie auf. Dafür bringe ich dich um. Sind Sie Derek Lynchy? Na und? Was geht das Sie an? Kriminalpolizei. Ich habe Anweisungen, dieses Flugzeug und seine Insassen zu durchsuchen. Würden Sie beide herauskommen? Bitte? Lassen Sie mich erst Ihre Papiere sehen. Wollen Sie mich festnehmen? Ich bin beauftragt, Sie nach der Durchsuchung zu meinem Chefinspektor zu bringen. Alles weitere erfahren Sie dort. Also bitte aussteigen. Langsam und ruhig, einer nach dem anderen. So.
Levin, Cooley, alles genau überprüfen. Ihre Handtasche bitte, Mrs. Lynch. Und den Schlüssel, den nehme ich lieber an mich. Jetzt noch die Koffer, ja? Cooley, mal sehen, was uns der Weihnachtsmann da beschert hat. Donnerwetter. Was sagen Sie dazu, Mr. Lynch? Das Gepäck muss verwechselt worden sein. Der Koffer gehört weder mir noch meiner Frau. Ach, erstaunlich ist denn nur, dass der Schlüssel passt, nicht wahr? Aber das Flugzeug, das gehört Ihnen. Das Flugzeug gehört der Gesellschaft, bei der ich arbeite. Ich bin nur einer ihrer Piloten und transportiere bloß, was mir mitgegeben wird. Ah ja, die Gesellschaft. Die Poolwash-Finanzberatungsgesellschaft, wie? Für die auch der selige und tief betrauerte Mr. Harry Lundy gearbeitet hat. Ich möchte mich erst mit dem Anwalt meiner Firma beraten, ehe ich weitere Fragen beantworte. Was für ein Vergehen wird mir denn zur Last gelegt? Nach der Beschlagnahme dieses Kofferinhaltes kann ich die Anklagepunkte nicht alle mit Sicherheit nennen, aber einer lautet bestimmt auf Mord. Ich verstehe nicht, warum die Maschine unter Beobachtung stand. Lynche wurde schon seit Wochen überwacht. Hat mir der Chef endlich erklärt. Was? Ja, nur hat man noch nicht zugegriffen, weil man hoffte, durch ihn weiteren Angehörigen seiner Organisation auf die Spur zu kommen. Ach so. Was aber nicht gelang. Lynche war zu vorsichtig. Ja, und wir haben dann mit unseren Ermittlungen wegen Fahrerflucht in ein Wespennest gestochen und den Ring gesprengt. Sie sollten uns zumindest eine Kunststoffmedaille überreichen. Ja, und was haben die Leute getan? Woher stammt all das Geld? Wir sind, wie es aussieht, Constable, auf die Spitze eines Eisberges gestoßen. Auf ein paar Mitglieder einer Mafia, die hochorganisierte Finanzverbrechen begeht. Den großen Gangstersyndikaten fließen ja laufend Gelder aus allen möglichen illegalen Geschäften zu. Hm. Aus Drogen- und Waffenhandel, aus Schmuggel, aus organisierter Prostitution und so weiter. Es gibt ja nichts, was da nicht läuft. Das Problem ist nur, solche schmutzigen Gelder wieder in legale Kanäle zu leiten, ohne die Steuerfahnder oder die Polizei auf den Plan zu rufen. Das Geld zu waschen, wie man sagt. Ja, und dazu bringen Sie die Banknoten hierher auf die Isle of Man? Ja, in Steuerparadiesen wie dieser Insel hier. Sie wissen doch, mit den Bermudas, den Bahamas, den Kanalinseln und so weiter ist es ähnlich. Also in Steuerparadiesen haben sich ungezählte Banken und Institutionen etabliert, die Gelder verwalten, welche den heimatlichen Steuerbehörden nicht auf die Nase gebunden werden sollen. Ja, und die Summen sind sicher riesig. Allerdings. Hier bei uns war Lundy der Lagerhalter der Banknoten, wenn man so sagen will. Dowding der gefügige Bankier, der das Geld in legale Kanäle jonglierte. Ja? Und Lynche, der Verbindungsmann zum Hauptquartier und damit zur Geldquelle. Nachdem die Sache hier mit der Fahrerflucht so viel Staub aufgewirbelt hatte, erhielt er anscheinend Order, die letzte Lieferung wieder zurückzufliegen. Und dabei haben wir ihn dann geschnappt. Ja, und das Geld haben wir in seinem Koffer gefunden. Ja, ob wir ihm auch den Mord nachweisen können? Die Aussichten sind gut, würde ich sagen. Bei der Autopsie hat man festgestellt, dass Lundys Schlummertrunk, der Whisky, den er am Abend seines Todes getrunken hatte, mit 90%igem Alkohol angereichert war. Oh. Gut, dass wir dem Pathologen einen Hinweis gegeben haben. Sowas wird leicht übersehen. Ja, aber gibt es auch Beweise dafür, dass es Lynche war, der ihn vergiftet hat? Indirekt jedenfalls. Bei Lynche hat man einige Flaschen von dem Zeug gefunden. Und er war wahrscheinlich an jenem Abend schon wieder auf der Insel. Oh. Ich glaube, an irgendeinem fernen Gestade hätte auch die schöne Mavis wahrscheinlich eines Morgens lange geschlafen. Hm. Bei brennendem Gasfeuer und geschlossenen Fenstern. Derek Lynche ist ein harter Mann. Danse Macabre. Unter diesem Titel brachten wir ein Kriminalhörspiel von John Tarrant, aus dem Englischen übersetzt von Marianne de Bard. Unter der Regie von Andreas Weber-Schäfer sprachen Heinrich Gieskes, Angelika Bender, Ernst Alisch, Gabriela Verdura und Charles Brauer. Sie hörten eine Aufnahme des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1920.